Ah, Löchen, ihr Banausen da draußen, und damit ein herzliches Willkommen zurück zu einer Runde Sky Factory Nr. 4. So, weiter geht's, weiter geht's, weiter geht's mit unserem illustren Questen und wie auch immer hier. Und ja, letzte Folge haben wir, habe ich entschieden, dass wir mit Mechanism anfangen. Dafür brauchen wir Osmium. Osmium haben wir nicht. Dafür brauchen wir Quarz. Quarz haben wir, glaube ich, auch noch nicht. Bin mir ziemlich sicher sogar. Redstone, wir haben Lapis, Emerald und so weiter, aber kein Quarz. Appling. Da brauchen wir Magma Slime und Netherrack. Netherrack haben wir tatsächlich. Da brauchen wir Magma Cream, Slime Balls. Da brauchen wir den roten. Da brauchen wir den blauen mit Blazing Pyrosium. Sulfur, Blaze. Limestone brauchen wir einfach nur den. Na, wie mache ich das denn? Ach. Kann ich nicht einfach übergießen? Dann das ist ja. Dann muss ich mal schauen, wie ich das mache. Also, ich brauche Blaze Powder und ich muss Netherrack klein hacken. Grindstone. Netherrack haben wir. Blaze. Blaze wird schwierig. Wird wirklich schwierig. Glowstone-Sapling, haben wir einen Glowstone-Sapling, ich glaube immer noch nicht, ne? Was ist denn mit einem Glowstone-Sapling? Da muss ich ja Quarz werden. Gut, da brauchen wir auf jeden Fall Magma-Cream für. Und diesen Gemüse hier. Gut, da müssen wir jetzt Blaze machen. Wir brauchen davon 4 Stück da. Wir brauchen 4 Blaze Powder, 2 Sulfur. Eine Blaze Water haben wir, glaube ich, nicht mehr, ne? Okay. Ich hab gar keine Toolforge, ne? Warum mach ich nicht? Wo
Warum habe ich eigentlich keine Toolforge? Bauen für. Und über Secret Wix, wenn ich muss ich Cobblestone reinschmeißen. So, rein. Mach! Aber eigentlich sollte dann Bricks daraus machen. Ja gut. Machen wir mal ein paar Blöcke. So, dann machen wir 8 Stück direkt, weil dann machen wir direkt die Tool Forge auch direkt mit. Dann haben wir das durch. Spawn. So, jetzt läuft doch. 13 Stück. Aber es ist halt nichts. So, und eigentlich sollten doch jetzt, genau, jetzt kommen die Bricks. Oh ja. Ein paar Stück habe ich schon. Nehmen wir mal die Cool Station mit und die Armor Station. Die bauen wir da mal um. In Forges. So, einmal die Tool Forge und einmal die Armor Forge und erledigt. Kann man dafür eigentlich auch noch Construct Armory, braucht man dafür? Ich glaube, da brauchen wir nämlich noch was für. Ah, hier sind die Teile, okay. Okay, man braucht zum Beispiel für den Helm braucht man ein Core, Plate und Trim. Jetzt ist die Frage, Google.
Er wehrt sich wenig gerade tatsächlich. Das bringt mir gerade herzlich wenig. Melulin Core, Lead und Night Slime. Hard Armor, Armor, Core, Lead, Steel. Also Lead scheint wohl gut zu sein für Armor. Also der Core ist wahrscheinlich das Hauptding. Das Problem ist, so Menjolin habe ich nicht. Heißt, wenn ich das... Carbon werde ich auch nicht haben. Das werde ich nicht hinkriegen, der Boss. Aber. Weil mit das, obwohl das würde sogar funktionieren, aber da brauche ich den scheiß Leuchtfurnace. Was das auch nicht so ein Problem ist tatsächlich. Ach, da brauchst du immer eine Factory für. Schade. Art Carbon ist eigentlich gut. Pass mal ob. Und Copper, Eisen und... Immerhin. Eisen, Copper, Lind und Redstone und Lead. Lead. Lead brauchen wir. Ein bisschen Lead, also ein bisschen Blei, um genau zu sein. Auf gut Deutsch. Lass mich runter. Lead sollten wir eigentlich haben. Silber. Play. Lead. Gut, dass ich... Oh. Gut, dass ich soweit alle Bäume angepflanzt habe, die ich habe. Eine sehr vorzügliche Wahl gewesen. Weil so können wir nämlich hingehen und können jetzt Sachen bauen, die wir vorher eigentlich, ja, ich will noch gar nicht brauchen, das ist Blödsinn. Wir jetzt relativ zügig machen können, so. Dann brauchen wir einmal dieses... Entschuldigung! So, muss das. Danke. So, dann machen wir zwei Flint. Zwei Verlind. So, wir brauchen einmal... Wir brauchen Redstone. Mal Gehölz, Stein, Eisen und das. Hä? Ach. So, rum geht ein Fistpisten, danke. So, und jetzt brauchen wir eigentlich nur LED. Und das. 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 Und davon ein. Und dann brauchen wir LED. Easy. Vier Stück. Damit haben wir die Manufactory fertig. So. Die braucht Strom, das ist klar. Und dann machen wir Crushed Coal. Coal.
Oder auch Pulverized Coal. Können wir im Squeezer auch machen. Das ist gut. Haben wir normale Kohle? Coal Piece. So. Acht Stück. Da dumme, viel zu lang. Brauchen unbedingt diesen Crusher, ey. Diesen, das Teil, um Sachen zu pulverisieren. Frage ist jetzt natürlich, wie viel Dingens brauchen wir, ne? Wie viel für den Core zum Beispiel, wie viel brauchen wir davon? Muss ich gleich mal gucken. Noch Gold, ja, haben wir. Hast du noch dran? Okay. Dann fangen wir erstmal mit dem Carbon eben an. Warum hat er? Das reicht sogar. Krass. So, da brauchen wir Graphit. Carbon. Gold zu machen. Da brauchen wir ja den Leufurnace. Ah ja. Genau. Dafür brauchen wir das ja auch. Genau. Um den Leufurnace zu machen. So. Gucken wir mal. L-Oi. Das haben wir. Ein Furnace Pick. Ach, easy. Easy. Freunde. Ah, ich brauche jetzt ein Furnace. Ein Furnace brauche ich. So, ein Furnace, ein Redstone. Und dann brauchen wir dieses Beil nochmal und zwei Bricks. So, und dann haben wir den Alloy Furnace. So, den kriegen wir zusammen. Zwei Graphit und ein Diamant. Okay. Was das mit Blättern? Echt? Das hält. Das ist der Wahnsinn. Ich jetzt dieses Hard Carbon. Jawohl. Geil. Guck mal, der läuft für das haben wir auch schon. Läuft. Cool.
Und Nuclear Craft on Crusher? Stimmt, oder? So, ist der LED fertig? Ja, sehr gut. So, dann machen wir da Maus. Und dann werden wir jetzt mal den Core versuchen zu machen. Dann werden wir mal kurz das. Und was ist denn der Core überhaupt? Das ist der Core. Sechs, okay. Das reicht sowieso nicht. Also wir müssen sowieso noch mindestens einen machen. Okay, dann gehen wir uns nochmal kurz Kohle holen. Nochmal kurz einen Diamant. Kurz runtergehen. Das kurz in die Manufactory reinschmeißen. Wenn ich davon einige mache, ne? Pass mal auf, wir können, theoretisch können wir auch den höheren machen. Upgradable. Mein, das könnten wir machen, tatsächlich, ohne Probleme. Ich glaube, den mache ich sogar. Weil dann haben wir den im Endeffekt da. Dann würde ich sagen, wir bauen hier unten drunter noch eine Etage, wo die Stromgeneration reinkommt. Dann bauen wir Flux, hier Redstone, Flux Ducts für den Strom hochkriegen. Genau. Dann bauen wir hier im Prinzip unsere Maschinen hin. So. So, jetzt machen wir Graphit, ne? Hier Graphit. Vielleicht zwei Stück, weil dann kann ich da jetzt den Alloy eben machen. Das würde ich gerne jetzt noch fertig machen eben. Wäre schon krass, ne? Gerade mal anderthalb Stacks Blätter noch verballert. So, jetzt haben wir sechs. So, jetzt schmelzen wir das mal eben. Das ist unser Chestplate Core. Und Hard Carbon soll echt gut sein. Schauen wir einfach mal, was das bringt. Wir machen das jetzt mal eben fertig. Folge Ende. Ja komm, schmelz, du Wurst. Achso, ich könnte mal kurz ein bisschen. Wenn wir so gerade warten, kann ich halt Korn meinen ernten. Dann können wir uns schon mal ein Schweinchen holen. Eins auf jeden Fall. Weil das kostet ja 16. Ja, ein Schweinchen.
kann ich mal die Kuh vermehren. Kuh, komm mal her. Bumst! Sauber. War fein gemacht. Aber wenigstens mal 4. So, unser Hartkarbon ist fertig. Passt. Genau 6 Stück. Damit haben wir unser Core fertig. Wir stellen jetzt dann noch natürlich einmal die Plate und einmal die Trim. Plate werde ich wahrscheinlich Steel machen. Da gucken wir einfach mal. So. Lightweight und Prateful. Pens 18. Okay. Das sieht gerade immer so schlecht aus. Wie gesagt, als nächstes machen wir uns dann die anderen Sachen. Und wie gesagt, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da, lasst einen Kommentar da. Ansonsten einen schönen Tag, einen schönen Abend. Wie auch immer, bis zum nächsten Mal zu einer Runde. Die Factory Nummer 4. Tschüssingen.